Schönen guten Tag, willkommen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Ariane Brenzell, ich bin kritische Psychologin, oh Wunder, von der FU Berlin, habe dort studiert bis 95 und habe eigentlich immer kritisch-psychologisch gedacht und gearbeitet. So ist mein Eindruck von mir. Also mir war das ein ganz wichtiges Instrumentarium, um die, wie es immer so schön heißt, die gesellschaftliche Vermitteltheit von Krisen, von Problemen, von allen möglichen, von Subjekten, von Menschen zu verstehen. Und ich hatte auch nie das Gefühl, es ist schwer, das in die Praxis, in der Praxis mit der kritischen Psychologie zu arbeiten oder das aus der Universität in die Praxis zu bringen. Ich mache heute, also ich bin aktuell, also ich habe bis 2010 verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel mit Kindern mit verschiedenen Behinderungen gearbeitet, Hip-Hop-Projekte mit Mädchen gemacht zum Thema Mach mich nicht an und habe dann bei Lara, dem Berliner Krisenzentrum für Frauen, die vergewaltigt wurden, gearbeitet, 5,5 Jahre. Und bin da, aber auch schon vorher in allen anderen Arbeiten, die ich gemacht habe, mit dem Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Berührung gekommen. Also in dem Thema Betreuung von Mädchen und jungen Frauen mit Behinderungen gab es immer wieder Momente, wo Übergriffe passiert sind und so weiter, obwohl das ja nicht das Hauptthema war in meiner Arbeit. Ich bin dann 2010, ich hatte promoviert in Wien zum Thema Alltag und neoliberale Hegemonie, auch mit der kritischen Psychologie, aber auch mit Globalisierungskritik. Bin dann 2010, habe ich mich auf eine Professur beworben in Ludwigshafen, habe die dann auch gestartet zur Lebensführung in schwierigen Situationen. Und seit 2015, das war mir irgendwie zu weit im Süden, weil ich Berlinerin bin, bin ich dann auf eine Professur gewechselt in Braunschweig, auch in der Fakultät Soziale Arbeit. Und die heißt Diagnostik und Intervention. So, das ist mein Hintergrund. Also das Thema Gewalt und das Thema Diagnostik wollte ich heute nochmal zusammenbringen. Ich mache seit 2 Jahren ein Forschungsprojekt zusammen mit Beraterinnen im Gewaltbereich, partizipative Forschung, kontextualisierte Traumaarbeit nennt sich das. Und ich wollte heute einige Sachen aus unseren aktuellen Befunden vorstellen, aber euch vorher fragen, weil ich nicht wusste, weil es soll ja eine Einführungsveranstaltung sein, ne? Habe ich richtig verstanden? Wer, also ich habe verschiedene Bausteine, ich habe keinen Vortrag runter, sondern ich habe den Baustein anzubieten, Diagnostik, Kritik. Wie entstehen Diagnosen, welche Funktion, was ist eine grundlegende Kritik oder sogar Argumente für die Zurückweisung von Diagnosen? Wer beschäftigt sich mit diesem Thema oder wen interessiert das? Also schon einige. Okay. Dann würde ich, also es würde es mal allgemein machen, aber mit der Frage zum Thema, wie zeigt sich das bei Traumadiagnostik nochmal speziell? Eine ganz kurze Geschichte, die Diagnose nochmal präsent machen. Was gibt es? Also eine Diagnose, ja. Ich will aber da nicht zu tief reingehen in die Feinheiten der ganzen Diagnostik, sondern will einfach nur mal vorlesen, was wird eigentlich in der Formulierung einer Diagnose gemacht, damit das aus den Verhältnissen rausgelöst wird, also entkontextualisiert wird, aus dem Kontext der Verhältnisse rausgelöst. Und das bei einem Thema, gute Nacht, das war's, irgendjemand entscheidet hier über uns. Und zwar bei einem Thema, was eindeutig gesellschaftlich und sozial ist, nämlich Gewalt, oder? Würde hier, glaube ich, niemand widersprechen können. Und wenn, wäre ich sehr neugierig. Das würde ich machen und dann möchte ich, was nicht nur als Kritik, ne, sondern auch als Intervention quasi vorstellen, was ich zusammen mit dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Notrufe, was wir entwickelt haben, um eine Art Gegendarstellung zu der aktuellen Debatte um Trauma und Gewalt zu machen. Und das ist dieses partizipative Forschungsprojekt. Kurze Geschichte dieses Projektes, wie ist es dazu gekommen? Und was, ja genau, das werde ich dann erzählen. Und wir haben jetzt die ersten Ergebnisse, die würde ich gern vorstellen und diskutieren, wie wichtig es ist, Gewalt nicht allein als Trauma und entlang der Traumadiagnosen zu denken, sondern als ein gesellschaftlich vermitteltes Phänomen, wovon es ganz entscheidend abhängt, ob überhaupt die Gewaltfolgen verarbeitet werden können. Nämlich nicht von der Resilienz oder dem Zustand derjenigen, die das erlebt hat, sondern auch von den Reaktionen und den sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Ja, ist das so? Jetzt wollte ich fragen, welchen Baustein sollen wir denn machen? Aber wir machen, wäre das in dieser Reihenfolge erstmal, dass wir jeweils mit einer Diskussion dazwischen aber so einen kleinen Cut machen, wäre das für euch interessant? Ja, okay.
Je länger ich mich, also wir haben als PI-Studentin, kritische Psychologin, haben wir eigentlich uns so gut wie nicht mit Diagnosen beschäftigt. Das war mir gar kein Anliegen im Studium. Also ich habe von 87 bis 95 studiert und ich glaube, wer studiert heute Psychologie hier im Raum? Das geht gar nicht mehr, ne? Ohne. Also ich meine, das ist das Denken schlechthin, oder? Das Diagnosedenken, also wie ich die Curricula lese und so weiter. Damals gab es eine Veranstaltung in Kinderpsychiatrie und da hatte ich auch eine ganz schlechte Note. Aber sonst war Diagnostik in dem Sinne kein Thema und es wollte auch niemand Psychotherapeut oder sowas werden, ja? Sondern es haben alle sich irgendwie andere Zukunftsvorstellungen gemacht. Je länger ich mich aber mit dem Thema jetzt beschäftige, weil ich auch selber noch eine psychotherapeutische Ausbildung mache, tiefenpsychologisch und also auch diagnostiziere in meinen Therapien, desto radikaler wird meine Kritik. Also desto klarer wird mir, dass wir das eigentlich grundsätzlich zurückweisen sollten, mehr oder weniger. Aber das Gegenstück ist ja, dass die Faszination von Diagnostik total weit verbreitet ist. Also es ist ja nicht mehr so, dass nur noch Psychiater diagnostizieren oder Diagnosen verwenden. Es ist im Alltag absolut relevant. Leute sagen nicht mehr, ich bin traurig, sondern ich bin depressiv. Die Studierenden der sozialen Arbeit, die eigentlich gar nicht diagnostizieren müssen, reden von ADHSlern, von Borderlinern, von Depressiven. Also sprechen und denken quasi in der Sprache der psychiatrischen Diagnostik. Ich weiß nicht, ob Ihre Beobachtung eure auch so ist, aber es ist wahnsinnig breit geworden. Diagnosen sind also ein Angebot, vermittelt durch Experten, sich etwas zu erklären, scheinbar jedenfalls. Und dennoch glaube ich, dass das letztlich eine Unterwerfung unter eine bestimmte Denkweise ist, die diagnostische, die zur Erklärung und zur Erweiterung von Handlungsfähigkeit wenig beizutragen hat. Ich sage mal kurz was zu den allgemeinen Entwicklungen in der Diagnostik. Wir haben das mal im Seminar gemacht. Wir holen uns dann immer die alten Diagnosemanuale, also diese, Sie wissen das, ne? Es gibt so diese Hauptdiagnosemanuale. In Deutschland ist das der ICD-10. Ja, das sind diese, ich habe einen mitgebracht. Das sind diese Klassifikationen psychischer Störungen. Weltweit und ausgehend von den USA, herausgegeben von der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie, ist das der DSM-5, das Diagnostisch-Statistische Manual der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft. Den habe ich jetzt nicht dabei. Hier müssen alle Sachen, die sozusagen Behandlung, Therapien, Maßnahmen oder die meisten Sachen mit einer Diagnose, also wenn jemand eine Therapie braucht oder ähnliches, werden die mit einer Diagnoseschlüssel aus diesem ICD-10 versehen. Kennen Sie das? Ist Ihnen das klar? Wissen Sie das? Okay. Ups. Jetzt ist es so, dass diese Diagnosen seit 2013 ist ein neuer, also Vorreiter ist immer die amerikanische Gesellschaft für Psychiatrie mit dem DSM. 2013 kam die fünfte Auflage des DSM raus. Diese Auflage hatte, ich habe es jetzt nicht mehr gezählt, aber über 1000 Seiten. Also es gibt eine Zunahme an Diagnosen, weil der erste DSM 1952 hatte 130 Seiten, der zweite 134, der dritte schon 494, der vierte 886 Seiten und dieser jetzt hat über 1000 Seiten. Das heißt, es gibt einerseits eine Zunahme an Diagnosen und zweitens gibt es eine Schwelle, dass Diagnosen immer schneller gestellt werden können. Also immer mehr Verhaltensweisen werden zu Pathologien, also zu Krankheiten und Störungen ist ja das offizielle Begriff. Das herausragendste Beispiel dafür ist Trauer. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal oder ihr das schon mal gehört habt. Wie lange kann man heute trauern, ohne dass es pathologisch ist? Weiß das jemand? Ja, genau. Wisst ihr alle. Okay. Also es gab 2 Wochen, genau. 2 Wochen ist in dem neuen Diagnosemanual, dem DSM-5, ab 2 Wochen also nach dem Tod eines Verwandten oder was auch immer, kann nach 2 Wochen als Störung eingestuft werden. Und darf dann, was ist die Folge davon? Was ist die Folge, wenn es als Störung eingestuft wird? Es eröffnet den Raum in Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Vergabe von Medikamenten. Ne? So, ist ja klar. Ein weiteres populäres Beispiel, auf das ich hier nicht eingehen will, ist die sogenannte ADHS-Epidemie. Ja, also die Zunahme von Pathologisierung von Kindern quasi, von kindlichen Verhaltensweisen. Und
Dazu noch irgendwie Punkte. Also es gibt die Schwelle für Diagnosen wird gesenkt und die Diagnosen werden mehr. Das heißt, das psychiatrische Denken gewinnt an Deutungshoheit über das, was wir eigentlich als soziale Probleme, als Probleme von Kindern, als Probleme von gesellschaftlichen Verhältnissen, zum Beispiel ein schlechter Betreuungsschlüssel und so weiter, haben, gewinnt immer mehr die psychiatrische Denkweise an Deutungshoheit. Und es sind nicht die Psychiater, die das machen, sondern das ist das allgemeine Denken darüber. Beispiel jetzt, weiß nicht, wer kommt aus Berlin hier? Die Geflüchteten am Oranienplatz, der Widerstand der Flüchtlinge am Oranienplatz hier in Berlin, als sie keinerlei Perspektiven in Aussicht gestellt kriegten, hat einer sich die Pulsadern aufgeschnitten, weil er keinerlei Perspektiven hatte. Und was passiert dann mit ihm? Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Das ist ja eine politische Antwort auf ein politisches Problem, worauf ein Mensch reagiert, was dann damit endet, dass er in der Psychiatrie behandelt wird. Also die Maßnahmen sind entsprechend ja auch schon psychiatrische Maßnahmen. Es ist eine Delegation an die Psychiatrie. Ist das soweit nachvollziehbar? Ein grundlegendes Problem ist natürlich, dass Menschen sich, oder ein grundlegendes Tatsache ist, dass Menschen sich auch bestärkt fühlen, wenn ihr Problem in den Rang einer psychischen Krankheit erhoben wird. Also es scheint ja erstmal auch was Hilfreiches zu sein. Und die wissenschaftlich klingenden Namen gaukeln ihnen vor, sie litten an einer gut verstandenen Krankheit. Das ist übrigens aus einem Artikel, den habe ich auch noch 20 Mal kopiert, das reicht jetzt irgendwie nicht ganz hier. Der heißt Wahnsinn wird normal, ist von 2013 von Jörg Blech, der ist wirklich sehr empfehlenswert aus dem Spiegel zur Zunahme der psychiatrischen Diagnosen. Wahnsinn wird normal. Die 20 Exemplare gebe ich nachher gern rum. Genau. Und auch die Art der Diagnostik, die Ankreuzpsychiatrie, festigt eigentlich immer die Annahme, dass das, was unter einer Diagnose verstanden ist, eine gut belegte, mit naturwissenschaftliches Faktum ist. Aber psychische Krisen und psychische Probleme sind eben keine biologisch-somatischen Krankheiten, ja, wo man bestimmte Merkmale festlegen und daraus ein Krankheitsbild basteln kann. Ein wunderbarer Artikel dazu hat Erich Wulff mal geschrieben. Erich Wulff ist ein Psychiater, Leiter der Psychiatrie Hannover gewesen, ein linker Psychiater, der immer mit bei der Entwicklung der kritischen Psychologie dabei war. Es ist inzwischen tot. Er hat früh und immer wieder kritisiert, dass es bei den Diagnosen weniger um wissenschaftliche, naturwissenschaftlich sowieso nicht belegte Fakten geht, sondern um Machtkämpfe und Interessen. Er sagt, Zitat, es geht um die Aufteilung von Revieren. Der Löwenanteil ist durch den biologischen Krankheitsbegriff gesetzt. Er dient im Bereich der Forschung der Geräteindustrie, im Bereich der Therapie der Psychopharmakologie und er hat auch für die Subjekte, für die Menschen eine ideologisch unterwerfende Funktion. Stoppen Sie mich, wenn irgendwas nicht verständlich ist, sonst führe ich das weiter aus. Der Spiegelautor Jörg Blech hat das ganz konkret auch nochmal gezeigt, was da für Machtinteressen bei den Machern der Diagnosen sind. Das sind ja so Kommissionen, die setzen sich nach bestimmten Störungsbildern zusammen und entscheiden dann, welches Symptom gehört zu welchem Störungsbild. Und er hat recherchiert, dass rund 70% der Autoren dieses DSM-5 Berater für pharmazeutische Firmen gewesen sind und von ihnen dafür persönliche Honorare bekommen haben. Der Leiter der Taskforce war bei Eli Lilly, Forest Pharmaceuticals, Pfizer, Johnson & Johnson, Cerver, Merck, Hoffmann-LaRoche, Lundbeck, Novartis also und noch welchen. Also bei 9 verschiedenen pharmazeutischen Firmen Berater. Ich finde das irgendwie wirklich interessant. Also die Machart ist, so auch Erich Wulff, der Diagnostik. Das heißt, es werden diese Kommissionen gebildet. Und da wird per, Zitat Erich Wulff, per Mehrheitsbeschlüssen verschiedener dazu eigens berufener Kommissionen per Abstimmung, also festgelegt, welche Diagnose es überhaupt geben soll und wann es sich um Borderline, um Schizophrenie, um Manie, um Depression und so weiter handeln sollte. Erich Wulff, der lange Jahrzehnte Psychiater war, schreibt dazu, ein solches Verfahren
ist ansonsten in der Medizin ziemlich unüblich. Ich wüsste nicht, wodurch Mehrheitsbeschluss festgelegt worden sei, wann man von Diabetes, von Lungenentzündung oder von Magenkrebs sprechen sollte. Können Sie es nachvollziehen noch? Also den Gedankengang, dass wir uns, wenn wir uns mit Diagnostik beschäftigen, auch angucken sollten, was da eigentlich zugrunde gelegt wird und was die Entstehungsbedingungen oder was die Entstehung dessen ist, was wir als Instrumente in unserer Arbeit, jedenfalls die, die psychologisch, psychotherapeutisch, psychiatrisch arbeiten, zugrunde legen. Erich Wulff schreibt, dass mit diesen diagnostischen Normen, also dass mit dieser Diagnostik Normen geschaffen werden, und er sagt, das ist eigentlich wie die Festlegung von DIN-Normen. Kennen Sie diese DIN-Normen? Also DIN A4, ja? DIN A, was weiß ich, 6 und so sind bestimmte Größen. Dass diese als empirische Tatsachen verkauft werden. Und dass die hohe Operationalisierbarkeit, also man kann ja, wissen Sie alle, wie Diagnosen formuliert sind und wie das geht? Also dass man sagt, 5 Merkmale, ab 5 Merkmalen ist es dann eine Depression und ein wichtiges Merkmal ist depressive Verstimmung. Merken Sie den Zirkelschluss? Ja? Wenn ich eine depressive Verstimmung habe, ist es ein Merkmal dafür, dass ich eine Depression habe oder eine depressive Episode. Die hohe Operationalisierbarkeit, also dass es Ausschluss- und Einschlusskriterien gibt und dass, wenn die Ausschlusskriterien erfüllt sind, also wenn es nicht zutrifft, bestimmte Einschlusskriterien in einer bestimmten Anzahl über eine bestimmte Zeit vorhanden sind. Das ist die Operationalisierbarkeit, dass das den Eindruck vermittelt, dass es einen besonders hohen wissenschaftlichen Rang beanspruchen kann. Ja, das heißt auch... Ich wollte noch mal fragen, was ein Zirkelschluss ist. Ein Zirkelschluss? Also wenn es heißt im ICD-10, in der Diagnostik, dass ein Merkmal von Depression eine depressive Verstimmung ist. Wie erkläre ich denn eine depressive Verstimmung? Was hat das mehr an Aussage als eine Depression? Also da ist ja quasi gar nichts Inhaltliches drin. Es ist ja keine Erläuterung, wenn ich sage Einschlaf- und Durchschlafstörung, okay. Mhm. Aber es ist ja keine Konkretion von dem, was Depression heißt zum Beispiel. Aber ist das so, wenn jemand traurig ist sozusagen? Ja, aber hier heißt es halt depressive Verstimmung. Ja? So, einfach weil der Name Depression schon in den Begriff. Ja, genau. Also das wäre sowas, wo man eigentlich nichts erklärt kriegt oder nichts aufschlüsseln kann. Nochmal ein letztes Zitat von Erich Wulff. Milde gesagt, handelt es sich bestenfalls um Definitionen, deren Realitätsbezug höchst unsicher und unterschiedlich ist. Etwas schärfer ausgedrückt, um ein Begriffsspiel, das sich um bloße Pseudo-Exaktheit bemüht. Pseudo-Exaktheit meint zum Beispiel, also Pseudo-Exakt, es scheint sehr exakt zu sein, die Formulierung, aber es ist nur scheinbar exakt. Weil es sich auf die Begriffe bezieht, aber die Begriffe in ihrem Verhältnis zur Realität sind eigentlich bleiben ungeklärt. Können Sie diesen Gedanken erstmal nachvollziehen? Und das Problem ist, die begrifflichen Setzungen in der Diagnostik, also dass wir das schon in diesen Diagnoseformen versuchen zu denken und uns zu erklären, schaffen, wenn sie mehrheitlich akzeptiert werden, eigentlich eine eigene Realität. Ja, und diese eigene Realität wird dann eine eigene zweite Realität. Und diese zweite Realität wird zum Ausgangspunkt, obwohl sie eigentlich die Realität, die ihr zugrunde liegt, gar nicht ins Verhältnis setzt. Können Sie diese Gedanken mitgehen? Oder ist es zu kompliziert? Das heißt, das sind eigentlich, wir können es jetzt mal zuspitzen, wie Begriffsspiele. Weil nicht geklärt ist, wenn Sie jetzt das vorwegnehmen, mit den Abstimmungen und so weiter, ob das wirklich das Verhältnis zur Realität der Menschen aus ihrer Sicht widerspiegelt. Sondern es sind eigentlich begriffliche Sachen. Wozu sind die? Jetzt muss ich mal kurz den Punkt finden. Also die sind eigentlich, um eine internationale, einheitliche Verständigung von Experten untereinander zu ermöglichen. Interessant an dieser Auseinandersetzung mit Diagnostik finde ich, dass sie eine vermeintliche Aufklärung anbietet. Sie bietet ja an, etwas zu verstehen. Dann habe ich mich heute Morgen gefragt, wenn es so viele Menschen, es
es gibt ja immer mehr Menschen, die zum Beispiel eine Diagnose Depression bekommen oder überhaupt Depression. Warum wird es nicht weniger, wenn Sie denn zu einer Aufklärung über die Verhältnisse und darum, warum Menschen in diesen Verhältnissen depressiv werden, was beizutragen hätte? Jetzt würde ich gerne, also das würde ich jetzt erst einmal gerne als Hintergrund für meine Diagnostikkritik nehmen und wollte fragen, sind da Fragen oder sind Unverständlichkeiten? Aha. Eine Frage und eine Anmerkung. Also was ist nochmal die hauptsächliche Bezug, der Verfahren sich entwickelt hat? Das ist das eine und das andere, ich habe das so verstanden, dass es da eigentlich so eine Interessengelangenlage gibt. Also ich kenne eigentlich viele Therapeuten, schön ist, wenn man möglichst schnell Gelder bekommen hat und sie benutzen Diagnostik nur als Instrument, halt, um in dieser Gesellschaft schnell an Geld ranzukommen. Und so habe ich mir gedacht, eigentlich erkennt man ja dann schneller einen subjektiven Leidensdruck an. Und dachte, dass es eigentlich etwas Gutes ist, dass man noch mehr Diagnosemöglichkeiten hat und auch schneller einen Leidensdruck anerkennen kann. Okay, das ist ein total wichtiger Punkt. Leidensdruck anzuerkennen. Unter den gegebenen Bedingungen passiert das in Form einer Diagnose. Und was heißt das? Was ist die Konsequenz? Der Mensch, der eine Diagnose bekommt, ist krank oder gestört. Letztlich ist es ein Ausschlussverfahren. Ist darin ein Mechanismus des Ausschlusses. Ich werde das nochmal am Beispiel Trauma zeigen. Jemand, der Gewalt erlebt hat, dessen Leiden wird insofern anerkannt, Sie haben Gewalt erlebt, Sie sind krank. Also es ist nicht, Sie haben als Krankheit oder Störung. Und was heißt das denn, mit einer Diagnose versehen zu werden? Also wenn Sie Beamte werden wollen, ist es sozusagen ein Stigma, wo Sie keine Beamtenverhältnis mehr kriegen, wenn Sie eine Diagnose haben. Ja? Also ist es letztlich ein Ausschluss, also das ist nur ein Mechanismus, ein Ausschlussverfahren, zu sagen, nicht, ich erkenne dein Leid an, aber in der Form einer Erklärung, du bist krank oder gestört. Man kann das natürlich unter den gegebenen Bedingungen, muss man das so denken, dass man sagt, okay, die Diagnosen sind mehrheitlich die Form, in der man Behandlungsmöglichkeiten, so heißt es ja offiziell, und Therapiemöglichkeiten kriegt. Aber ist es nicht letztlich ein Machtmechanismus auch, der Menschen ausschließt und isoliert? Ja, diesen Dreh wollte ich machen. Ja? Mich würde interessieren, also wenn die Diagnostik betrachtet, ich finde es sehr interessant, dass Sie vielleicht eine Alternative gewesen sind. Mache ich gleich. Mache ich natürlich. Habe ich in der Tasche. Ja? Also, die Frage ist wirklich einerseits Wofür man was? Wofür man vielleicht auch Kategorien benötigt. Und gleichzeitig Stigmatisierung und auch dem schnellen Einordnen. Ich werde gleich einfach, es gibt ja noch wenige Stellen, die anders arbeiten. Das sind meistens Stellen, die von Bewegung erkämpft wurden. Zum Beispiel die Frauenberatungsstellen gegen Gewalt oder die Beratungsstellen für psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Die arbeiten also bei den Frauenberatungsstellen vor allen Dingen ohne Diagnostik. Und ich werde das skizzieren, wie die arbeiten und auch den Gewinn davon versuchen darzustellen. Ja? Mhm. Da gab es noch eine Meldung. Ja, als eine Theorie sozusagen, um eben mit psychischem Leiden arbeiten zu können. Mhm. Wo ist die Frage? Also kann man das so verstehen oder ist das eine falsche Vorstellung von Diagnostik? Es ist Theorie. Die Diagnose eine Theorie stellt, die auch sinnvoll ist, die Vielleicht habe ich das zu kurz gemacht, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber die Theorien sind eigentlich aufgegeben worden mit dem dritten Auflage des diagnostischen statistischen Manuals. Und da sind quasi quantifizierbare Merkmale aufgezählt worden. Weil es gibt ja so unglaublich unterschiedliche Theorien zur Entstehung von psychischen Krisen, oder?
Wenn Sie jetzt allein mal diese Hauptschulen, die hier anerkannt werden als Therapiemöglichkeiten in Deutschland, dann sind das Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Allein zwei, sagen wir mal zweieinhalb. Ja? Die Psychologieanalyse ist ja letztlich so ein bisschen eine Schule. Und das sind ja unterschiedliche Theorieschulen. Und bis zur dritten Auflage dieses DSM wurde irgendwie versucht, diese Theorieschulen in den Diagnosemanualen aufzuzeichnen. Da hat man gemerkt, das geht überhaupt nicht, weil es so unterschiedliche Perspektiven gibt. Man kann sich nicht einigen darauf, was sind eigentlich die Hintergründe und Ursachen und Gründe für die Entstehung von Krisen. Also hat man versucht, das theoriefrei zu formulieren. Ja? Und hat aufgelistet, sowieso Fliegenbeinzählerei gesagt, das und das und das muss vorhanden sein. Man hat es versucht zu reduzieren und allgemeingültig zu machen und dadurch hat man eigentlich allen Kontext und Theorie rausgeschrieben aus dem Diagnosemanual. Vielleicht als kurze Antwort auf ein langes Geschehen. Ja? Mhm. Okay. Ja? Wo ist dann da der Bruch, also in der Geschichte sozusagen, in dem historischen Werdegang sozusagen, also in welchem Zeitraum kann man das einordnen? Der DSM-3, weiß das jemand, wann der auf... Warte mal, ich habe es aufgeschrieben. 83. Das war der Bruch. DSM-3R, diese überarbeitete Auflage, genau. Ja. Ja, klar. Es ist eigentlich keine direkte Frage, sondern mir ist so eine kleine Widersprüchlichkeit aufgefallen. Mhm. Also... Was Sie gerade sagten, also was bei mir angekommen ist, ist so eine gewisse Distanzierung auch von so einem biologischen Krankheitsverständnis, was in der somatischen Medizin natürlich präsent ist. Es ist natürlich nicht das einzige Krankheitsverständnis. So. Aber dann in dem Zitat von Herrn Wulff, was Sie vorgelesen haben, wurde dann gesagt, irgendwie, ja, die Kritik, irgendwie, warum macht man das über Mehrheitsbeschluss? Mhm. Das wird doch in der somatischen Medizin auch nicht so gemacht. Aber es passt ja nicht so ganz zusammen. Also, wenn man irgendwie vielleicht einerseits sagt, man legt da ein anderes Krankheitsverständnis zugrunde oder Verständnis von dem, was da ist, und dann aber da eben diese Mehrheitsbeschluss-Herangehensweise kritisiert. Erstmal finde ich es gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn wir mit sagen, Mehrheitsbeschluss das machen? Naja, Mehrheit ist vielleicht eine Frage, aber ich finde es keine schlechte Idee, wenn wir das Expertinnen sich zusammensetzen und dann über diese Dinge reden. Mhm. Also macht mehr Sinn, wenn man jetzt so ein biologisches Verständnis abgibt. Weil, also das ist ja erstmal an sich nichts Biologisches. Wenn so das darüber sprechen mit Experten, dass sie dann natürlich alle irgendwie in irgendwelche Pharma-Sachen involviert sind, das ist natürlich ein Problem. Aber also jetzt nur so an sich, also das ist mir gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, widersprüchlich. Also, was ich versuchen wollte zu sagen, ist, also es gibt natürlich diese naturwissenschaftliche Idee, das ist so, das muss quantifizierbar sein. Ne? Dann gibt es, es gibt so verschiedene Ebenen, ich versuche das gleich nochmal mit dem Trauma, mit der Traumadiagnose konkreter zu machen. Und per Mehrheitsbeschluss, es suggeriert ja es suggeriert ja, dass es eine wissenschaftliche Fundierung gibt. Das ist natürlich bei dieser Mehrheitsbeschluss, so argumentiert ja auch Wulff, Mehrheitsbeschluss, Vorgehensweise per Abstimmung nicht gegeben. Sondern, und die Logik ist, die Begriffe voneinander abzugrenzen. Und nicht die Frage, erfassen eigentlich die Begriffe möglichst weitgehend und in welcher Weise die Realität? Das ist irgendwie vielleicht jetzt unbefriedigend, aber so. Nee, ja? Danke erstmal. Vielleicht kommt er gleich noch. Ja, ja, danke. Soll ich dann zu dem zweiten Punkt, dem Übergang zu Trauma kommen? Ja. Wenn ich jetzt mal aufgreife, die Idee ist einfach, man will diese Störung so verstehen wie somatische Störungen. Also man will das irgendwie... man tut so, als wäre es genau gleichsetzbar. Aber es sind ja gesellschaftlich, soziale, somatische, psychische... ne? Naja, nee, also wenn man so tun würde, als wäre es gleichsetzbar, dann würde man ja nur irgendwelche Transmitterkonzentrationen erforschen. Dann bräuchte man sich ja nicht zusammensetzen und drüber reden. Ah, okay. Das meine ich so mehr. Also ich finde nicht, dass man genau so tut, als wäre das genau das Gleiche. Also, und dass sich das schon darin zeigt. Okay. Die Umsetzung ist natürlich miserabel, so da teile ich die ganze Kritik. Es ist nur ein kleiner Spruch, der mir gerade aufgefallen ist.
Ja, es ist vielleicht auch mal zu ungenau, weil es so verschiedene Ebenen der Kritik gibt und ich hätte so ein paar rausgegriffen. Aber wir können ja mal weitermachen und das im Kopf behalten, ja? Was, ob das noch sich auflöst irgendwie. Wollten Sie sonst noch was sagen? Ich habe da reingegrätscht. Okay. Ich mache jetzt einen harten Schnitt zu Trauma mit einer der radikalsten Kritiken, nämlich von Thomas Schlingmann. Ist Ihnen das ein Begriff oder euch? Thomas Schlingmann von Tauwetter. Tauwetter, ist das ein Begriff hier im Raum? Wildwasser? Okay, dann sage ich was dazu. Es gibt Cut. Wir sind jetzt hier bei Punkt 2, Trauma und Diagnostik, müsste es eigentlich heißen. Nicht Trauma, Diagnostik. Es gibt ja nicht nur die Expertokratie, ja, die sich mit Gewalt beschäftigt. Der Psychiater, der Psychotherapeuten, der Psychologen, der Sozialarbeiterin, der Pädagogen, der Pflegekräfte und so weiter. Es gab ja eine Bewegung, nämlich derer, die gesagt haben, das waren Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben und gesagt haben, wir möchten nicht, dass über unsere Erfahrung von anderen bestimmt wird und dass die von anderen bewertet wird. Ja, die Frauenbewegung, ist das noch ein Begriff? Studentenbewegung, Globalisierungsbewegung. Ja. Und aus diesem heraus ist der sogenannte betroffenen-kontrollierte Ansatz entwickelt worden. Schon mal gehört? Betroffenen-kontrollierter Ansatz heißt, wir sind betroffen, wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht und wir wollen die Definition über unsere Erfahrung behalten. Wir wollen nicht, dass Psychiater Y uns sagt, was ich immer höre, ne, in der Begleitung der Frauen, die vergewaltigt wurden, sie gehen zum Psychiater und sagen, sie haben aber jetzt nicht hart genug an sich gearbeitet, ja, oder so. Also irgendwie solche Beispiele, ohne Ende. Habe ich so oft gehört, dass ich es immer wieder zitieren muss, ja. Und dann gibt es die Projekte, die Betroffenen kontrolliert arbeiten, die berühmtesten sozusagen oder bekanntesten sind Wildwasser. Wer von euch kennt Wildwasser? Schon mal gehört? Okay, Wildwasser ist Selbsthilfe und Unterstützungsangebote von Frauen für, also die Selbsthilfe von Frauen für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben in der Kindheit oder für Mädchen, die es aktuell erleben. Also gibt es in Berlin, gibt es eigentlich in ganz Deutschland Wildwasser, in vielen Städten. Und es gibt aber ganz wenig Angebote von Männern für Männer, die als Jungen sexualisierte Gewalt erlebt haben. Meines Erachtens gibt es genau zwei. Das ist Tauwetter in Berlin, aber ich weiß es jetzt nicht sicher. Tauwetter in Berlin und das ist unter anderem Thomas Schlingmann. Und es gibt, glaube ich, noch in Köln Zartbitter. Weitere Ergänzung zu? Das kennen Sie noch andere Projekte, die Betroffenen kontrollierter. Und dann gibt es als Psychiatrie, aus der Psychiatrie, Antipsychiatriebewegung, kommt dieser Ansatz auch. Nämlich schon mal gehört von der Irrenoffensive, die sich gewehrt haben gegen die Definition der Psychiatrie über ihre eigenen Eigenheiten. Es gibt ja in Berlin das Weglaufhaus. Und das ist auch ein betroffenen kontrollierter Ansatz. Das heißt, Menschen, die selber die Erfahrung mit Gewalt in der Psychiatrie gemacht haben, arbeiten und begleiten dort Menschen, die aktuell Erfahrung mit Gewalt in der Psychiatrie gemacht haben. Bei Wildwasser ist es so, Frauen, die Erfahrung mit die sexualisierte Gewalt erlebt haben, begleiten und das verarbeitet haben, begleiten Frauen, die jetzt in der Bearbeitung ihrer sexualisierten Gewalterfahrung sind. Ist das klar geworden, was betroffenen kontrollierter Ansatz heißt? Diese Sachen gibt es auch noch, geht unter, ja, im großen Heer der psychiatrischen Ansätze. Ist auch nicht so viel, aber gibt es immerhin und sind wichtige Anlaufstellen. Jetzt zurück. Thomas Schlingmann, Tauwetter. Zitat. Ich habe eine Kernthese. Der Begriff Trauma und Diagnosen wie posttraumatische Belastungsstörung sind nicht in der Lage, die Komplexität sexualisierter Gewalt und ihre möglichen Auswirkungen zu erfassen. Schlingmann, also Vertreter von Tauwetter, der betroffenen kontrollierten Beratungsstelle für Männer, die als Jungen sexuelle Gewalt erlebt haben, begründet seine Kritik folgendermaßen. Dass die Psychotraumatologie ein Ereignis aus seinem Kontext löst, um allgemeingültig zu werden. Gewalt. Das Ereignis ist hier immer sexuelle Gewalt. Oder so. Diese Dekontextualisierung, ist das okay, so Worte wie Kontextualisierung, Dekontextualisierung? Ja, als etwas in den Zusammenhang der Verhältnisse zu sehen oder es rauszulösen und als Merkmal der Einzelnen zum Beispiel zu fassen. Ja?
Genau, ich habe es jetzt aus Faulheit gemacht, ja. Aber letztlich ist es die scharfe sexualisierte Gewalt. Was macht es deutlich, wenn man sagt sexualisierte Gewalt? Es gibt ja auch den Begriff sexuellen Missbrauch. Was spricht für oder gegen diesen Begriff sexuellen Missbrauch? Zum Beispiel, oder könnte. Ich dachte immer, dass bei sexualisierter Gewalt halt diese Machtposition oder diese Gewalt im Vordergrund, ja, ist. Genau. Und bei, also eher die Sexualität, so von wegen, der hat halt den Drang. So. Ja, also halt genau. Genau. Also bei sexualisierter Gewalt steht die Gewalt im Zentrum der Betrachtung. Es ist Gewalt, die sexualisiert ausgeübt wird. Sexuelle Gewalt ist halt eine Abschwächung davon. Machen aber auch viele, dass sie das selber in ihre Beratungsstellen so nennen. Und sowas wie sexueller Missbrauch, gibt es die Kritik daran, dass es ja dann auch einen richtigen Gebrauch geben könnte. Also es ist eine zu entnennende Begrifflichkeit. Oder wenn sie sich so, oder wenn ihr euch so überlegt, ne, hier irgendwelche Vergewaltigungssachen, ja? Zum Beispiel, wie hieß der Strauss-Kahn, ne? Da vom IWF, der dann ein Zimmer, ein Hotelangestellte in New York, die gesagt hat, er hat mich vergewaltigt. Wie sind die Überschriften? Sexskandal. Das sind Ernennungen der Gewalt, ja, und der Hierarchien da drin. Deshalb ist dieses Sprachgebrauch, wird viel diskutiert, nennt man es, wie nennt man es eigentlich? Und dann, ich sage es jetzt immer so parallel, sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt. Damit nicht der Aspekt der Sexualität im Vordergrund steht, da hat einer seine, wie haben Sie es gerade schon gesagt, Triebe irgendwie, seine sexuellen nicht mehr kontrollieren können, sondern es geht um eine Gewalt, das klar zu benennen. Ja? So. Hatten wir jetzt den Satz schon zu Ende? Also die Diagnostik, ne? Also die ganze Traumadebatte, löst es aus dem Kontext, um allgemeingültig zu werden. Und dieses aus dem Kontext lösen, ja, dieses Dekontextualisieren, führt dazu, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechterverhältnisse, die ja beim Thema sexualisierte Gewalt auch eine Rolle spielen, ne? Geschlechterverhältnisse, Frau, Mann, Mann, Mann und so weiter, dass die ausgeblendet werden. Der Begriff der Ausblendung ist ja euch ein gängiger Begriff. Etwas wird nicht mehr ins Bild geholt. Interessant, wie wenig, ich habe da gleich ein paar Zahlen noch zu, wie wenig, wenn heute von Trauma geredet wird, das meistens ja durch andere Menschen verursacht wird, wie wenig da noch die Gewalt im Zentrum steht, sondern der Begriff Trauma zur Beschreibung wird. Eine Kollegin aus einer Beratungsstelle, bei der ich in diesem Sommer war, um Gespräche mit ihr zu führen, erzählte, sie wollte, dass die Kliniken in ihrer Stadt einfach mal erheben, die Psychiatrien und psychosomatischen Kliniken, einfach mal fragen, ob die einfach, wie sie halt ihre Aufnahme machen, ob Menschen, die da hinkommen, Gewalt erfahren haben. Da haben sie gesagt, nee, das geht nicht, das ist nicht operationalisierbar. Das können wir nicht. Also obwohl es, ne, Psychiatrien und psychosomatische Kliniken sind. Also die Gewalt wird sozusagen, wenn man sich eine Blende ausgeblendet, kommt ja von Einblenden, Ausblenden. Was nehmen wir eigentlich in den Blick? Und was fällt raus? Wenn wir das fokussieren, fällt was anderes raus. Ist es deutlich als vor? Linda nickt, danke. Gut, könnt ihr noch? Ja, gut. Dann komme ich jetzt mal ein Stück zu dem, zu diesem, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, aber wir sind noch ganz gut in der Zeit. Traumadiagnostik. Trauma ist erst seit 1980 eine psychiatrische Diagnose. Vorher nicht. Und es wurde 1980 als posttraumatische Belastungsstörung in die psychiatrischen Diagnosemanuale, also in DSM, aufgenommen, 3. Der Hintergrund ist ein Stück eine Geschichte und ein Stück nicht eine Bewegungsgeschichte. Also es ist gefordert worden, dass die Folgen von Gewalt irgendwie zur Kenntnis genommen werden. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Gutachterstreit kennen nach dem Faschismus, wo Menschen, die das KZ überlebt haben, gesagt haben, sie wollen Entschädigungszahlungen haben. Und was wurde dann gesagt? Naja, ihr seid wohl nicht in einer guten Verfassung gewesen, ja, was heute so als Resilienzdebatte diskutiert wird, wenn ihr von diesem Aufenthalt im KZ irgendwie Folgen habt. Und dann hat einer in diesem Gutachterstreit gesagt, wie viele von seinen Kindern muss ein Mensch verloren haben, ohne Folgen da, ohne das zu spüren,
um in einer guten Verfassung gewesen zu sein. Ja, also so. War das jetzt klar, der Gedanke? Ja. Und in den 70er Jahren gab es zwei quasi Bewegungen. Ich spreche das jetzt mal in Anführungszeichen, weil es nicht ganz so stimmt. Die sagen, wir wollen, dass anerkannt wird, dass Gewalt Folgen hat für uns als Menschen. Und das waren die Vietnam-Veteranen, später die Vietnam-Veteranen gegen den Krieg. Und das war die Frauenbewegung. Die Vietnam-Veteranen setzten sich dafür ein, dass gesellschaftlich anerkannt wird, dass der Krieg nicht spurlos an den Soldaten vorbeigeht, sondern Folgen hat. Und diese Kämpfe von ihnen waren auch dadurch veranlasst, dass Entschädigungsansprüche von, es gab ja dann die Vietnam-Veteranen, die dann irgendwie große Helden des Krieges waren, ja, gegen Vietnam oder auch nicht große Helden und dann hinterher völlig mittellos dastanden und keinerlei Ansprüche auf irgendwas hatten. Und die kämpften dafür, dass es etwas mit dem Krieg zu tun hat und dass es nicht die Konstitution der Einzelnen ist, die diese Folgen von Gewalt auslöst. Sie skandalierten, dass über die zerstörerischen Seiten des Krieges geschwiegen wurde. Und die Einzelnen, die Folgen zeigten quasi als nicht normal und verrückt gesehen wurden. Und die zweite Gruppe war die Frauenbewegung. Sie setzten sich dafür ein, dass Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch und so weiter, öffentlich wahrgenommen, geächtet und nicht weiter verschwiegen und bagatellisiert. Und damit, was passiert mit der Bagatellisierung, also das ist doch nicht so schlimm, das kann man doch verarbeiten, ja, als Problem der einzelnen Frau individualisiert worden. Ist der Trick klar? Also das ist nicht sozusagen als Problem der Einzelnen, sondern als etwas Gesellschaftliches, was ein öffentliches Thema sein müsste, auch wahrgenommen wird. Ich kürze jetzt mal so ein bisschen ab. Ne? Der frühe Bezug auf den Begriff Trauma war damit auch ein Zitat von einem Kollegen, der mit Flüchtlingen arbeitet, nämlich Klaus Ottomeier, war ein Ausdruck des Widerstands gegen große und kleine Machthaber, gegen Militärs, gegen autoritäre Psychiater und Gutachter, die Folgen von Folter und Missbrauch am liebsten verleugnen und bagatellisieren wollten. Also kleinreden, ne? Das ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an, ja? Das wäre bagatellisieren. Doch heute, auch Thomas Schlingmann, den ich schon zitiert habe, ist es so, dass die Anerkennung der Folgen von Gewalt eigentlich ein zweischneidiges Schwert ist. Das hatten wir eben schon diskutiert, ne? Dass es einerseits eine fette Traumadebatte gibt, einen Expertendiskurs, der sich mit Traumaforschung beschäftigt, der irgendwie viele Diagnosen immer neue erfindet und so weiter. Aber die Anerkennung erfolgt weitestgehend über die Diagnose. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Nochmal kurz ein Zwischenzitat. Der Protest gegen Machtverhältnis kommt in der aktuellen Traumadiskussion eigentlich nicht mehr vor. Das ist eine Fachdebatte, die kann man Psychotraumatologie nennen. Und das heißt, die Hintergründe von Gewalt sind quasi mit der Zunahme der psychiatrischen Diskussion immer mehr aus der Diskussion verschwunden. Ich lese mal die Diagnose vor, oder? Vielleicht ist das ja ganz hilfreich für euch. Das ist hier im ECD-10 die F43.1, posttraumatische Belastungsstörung. Also, kennt ihr jemand von Ihnen auch die Diagnose? Also im ECD-10 ist es folgendermaßen festgehalten. Die posttraumatische Belastungsstörung entsteht als eine verzögerte oder protrahierte, also verlängerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes. Können Sie folgen, wenn ich das so? Ist das zu schnell? Kurz- oder langanhaltend, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Und jetzt? Hierzu gehören eine durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophe, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen zu sein. Das ist eine der wenigen Diagnosen, wo Hintergründe genannt werden. Ja? Also Verbrechen, Naturkatastrophe, Autounfall, Krieg und so weiter.
Die Entnennung, die hier passiert, die Ausblendung passiert dadurch, dass letztlich die ganzen unterschiedlichen Ereignisse in eins gesetzt werden. Naturkatastrophen, Krieg, Folter, sexualisierte Gewalt wird als ein einheitlicher Auslöser für diese Störung, heißt es ja, genannt. Damit wird wiederum, obwohl die Ursachen aufgezählt werden, eigentlich etwas gemacht, etwas ausgeblendet. Das ist in der Regel, um soziale und gesellschaftlich irgendwie mitbedingte Gewalt sich handelt. Ist es eine notwendige Bedingung, dass es ein einmaliges Ereignis oder eine Katastrophe ist, also dass es dann über lange Zeit psychische, körperliche Gewalt in der Familie. Da gibt es ganz verschiedene Begriffe und das ist nicht so, dass es gibt ja auch noch andere Diagnosen für Trauma und komplexe Traumatisierung, kumulative Traumatisierung. Es gibt eine ganze Palette von Traumabegriffen und Konzepten. Ich wollte jetzt nur einmal aus dieser einen Spezialdiagnose posttraumatische Belastung schon ein Beispiel geben. Also dafür gibt es auch in der Diskussion unterschiedliche Erklärungen und Begriffe. Ja? Mhm. Wie hätte man es denn schreiben können, dass das mit reingenommen wird, was Sie gerade kritisiert haben? Ne? Also diese, dass das ausgesendet wird. Ja, das ist die Frage. Kann man das in Form einer Diagnose formulieren? Ne? Das könnte ich jetzt nicht beantworten. Sollten wir dafür auch hinwirken, das in Form einer Diagnose zu erfassen? Oder geht es um was ganz anderes? Also irgendwie ist es ja eigentlich, was ja ursprünglich sozusagen für die Opfer von Krieg, KZ, Vergewaltigung und sowas. Ja, das und hat sich jetzt ja so ein bisschen verkehrt, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen. Ja, genau. Das ganz wegzunehmen ist dann auch wieder. Genau, wir können ja auch gar nicht fordern, das wegzunehmen oder das umzuschreiben. Oder ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in einer dieser Kommissionen sitzt. Ja? Bitte bei mir melden später. Ich würde dann. Ja, aber. Dass wir uns einfach angucken, wie passiert es eigentlich, dass das, was Schlingmann zum Beispiel auch sagt von Tauwetter und so weiter, dass diese Verhältnisse doch wieder aus dem Kontext, also aus dem Fokus gelöst werden in dieser Diagnoseformulierung. Also wäre das nicht so in dem Sinne, dass die strukturelle Herrschaftsverhältnisse benannt werden müssten? Also zum Beispiel gesagt werden müsste, Rassismus führt zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil also rassistische Gewalt diese also, Wirkung halt hat. Ja. Und das wäre ja dann, also das Absurdum wäre dann, da müssten halt auch Psychotherapeuten oder so, ne, eigentlich den Menschen auch darüber reden, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse total beschissen sind. Und das würde natürlich nicht finanziert werden. Ja. Also es wäre eine ganz andere, das ist so, dass in den Rahmen, in dem Dispositiv quasi, in der Denkform dieser Diagnosen reinzuschreiben, ich glaube, das muss man zurückweisen, es funktioniert nicht. Man bräuchte eigentlich ganz andere Vorgehensweisen. Ja? Und das da reinzuschreiben, weil es ja auch eine individualisierte Geschichte ist. Es geht ja um den Fokus auf ein Einzelindividuum und seine Störung und seine Symptome. Das heißt, das ist ja schon ein verkürzter Dispositiv, heißt Rahmen, wo man das gar nicht reindenken kann. Man müsste, ich komme ja da gleich zu der, wie ist das eigentlich vermittelt? Also ich bin der festen Überzeugung, auch aus den Theorien, mit denen ich arbeite, kritische Psychologie und so weiter, dass die Frage, wie man Gewalterlebnisse verarbeiten kann, ganz viel mit den Reaktionen von uns und von der Gesellschaft zu tun hat und weniger mit den Möglichkeiten des Individuums als Individuum, weil es ja natürlich sozial ist. Ich finde schon, dass man das irgendwie, also ich würde auch nicht die Begriffe streichen aus der Definition, aber ich finde schon, dass man irgendwie dazu sagen könnte oder als Oberbegriff quasi soziale oder emotionale gesellschaftliche Gewalt nicht hineinbringen könnte, weil ich finde, dass das irgendwie ein bisschen rausgelassen wird. Und also klar, es ist wichtig, diese Formen von Katastrophen aufzuzählen, aber das löst halt schon wieder eine riesige Diskussion darüber aus, ob man überhaupt Gewalterfahrungen als Trauma abstempeln sollte. Mhm. Ja, aber das habe ich mir so gedacht, als ich das vorgelesen habe. Okay, wir können das in meinem Kopf behalten, weil das, Sie beide, siehst du? Ich bin immer bei du, Sie. Auf der anderen Seite haben wir eben gesagt,
dass es eigentlich auch so ein bisschen gegen die Individualisierung geht. Und man sagt, ja, die Folgen hat aber, also die Folgen, die jetzt sagen, die Opfer haben nichts mit dem Individuum zu tun. Also nicht nichts, aber es ist nicht auf das, also auf die Konstitution des Einzelnen, sondern halt auf den Krieg zum Beispiel. Also das ist irgendwie, also ich verstehe das noch nicht so ganz, weil auf der einen Seite ist es halt gegen Individualisierung, aber auf der anderen Seite ist es ja auch gewünscht, dass man individualisiert. Das würde ich sagen, Subjektorientierung, das ist nicht Individualisierung. Okay. Also der Gegenbegriff, zu, also den du sagst, ja, ich versuche erstmal mit dem Du, wenn alle einverstanden sind, das ist sonst so ein Durcheinander in meinem Kopf. Es geht um die Welt, die Ereignisse, die Erfahrung des Subjektes aus seiner Sicht. Das ist das. Das wäre kritisch-psychologisch eine Subjektperspektive. Nämlich die Erfahrung, wie ich sie aus meiner Subjektsicht wahrnehme, das ernst zu nehmen. Das andere, der Individualisierungsprozess ist, dass sozusagen, ach ja, und der zweite Prozess, der zweite Punkt ist, das ist gesellschaftlich vermittelt, wie ich das wahrnehme. Das ist nicht nur mein, weil ich irgendwie Resilienz habe oder nicht, individuelles Ding. Wie ist das gesellschaftlich vermittelt? Diese Frage überhaupt offen zu halten. Und die Individualisierung ist, wäre sozusagen Vorgang, das nur im Fokus auf den Einzelnen anzugucken und dann zu fragen, was man heute ja bei Kindern auch macht, Resilienzfaktoren, schön quantifizierbar, ja, also Großmutter, schwimmen gehen, Bücher lesen, Risikofaktoren, alkoholkranke Mutter, rauchender Vater, Arbeitslosigkeit der Großeltern, so, ja, oder irgendwie so. Das wäre ja ein anderer Blick. Und die Subjekte, und das Problem ist, dass daraus ja auch heute, ich meine, naja, es ist echt zu viel Stoff, ne? Dass aus diesen Sichten diese aktuellen Traumadebatte ganz viel standardisierte Behandlungsformen resultieren, die eben nicht mehr sagen, okay, die Subjektsicht ist wichtig, sondern die bestimmte Schritte der Traumatherapie vorgeben und sagen, das ist naturwissenschaftlich fundiert, das wirkt, ja, und damit eben nicht mehr die Sicht, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten der Einzelnen ins Zentrum stellt. Vielleicht ist das so ein bisschen ansortiert. Linda. Ja, ich wollte mal Anmerkung bringen zu diesen Kritiken, die ja immer wieder kommen an der Diagnostik, dass man, finde ich, schauen muss, auf welcher Ebene man sich befindet. Gerade wenn immer wieder Kommentare kommen, es gibt einfach eine immanente Kritik und ja, die Menschen sich selber in Frage verbessern wieder. So ist es wie, also das empfinde ich ähnlich, wie wenn man sagt, ich bleibe jetzt in dieser Beschreibung und tue einzelne Wörter verändern. Versuche dann noch die Naturkatastrophe menschlich, sei es durch Abwasser, so Rio, wenn da Flüsse abgehen, die einfach. Sondern Konzerne, die zum Beispiel keine Abwasserversorgung garantiert haben, also die Quecksilber vergiften. Genau, da kann ich jetzt reinpacken, was ich will, aber man bleibt immer auf der Ebene, auf der immanenten Ebene. Ja. Und ich glaube, wenn man einfach die Niveau bekommt, ob man nicht sogar ein Stück weitergeht, sondern dass diesen Kategorien, die Diagnostik ganz, also noch weiter rausgeht, ja, als die immer nennt, nur so als andere. Ja. Wenn man hier auch diskutiert. Ja. Ja. Genau, und das geht, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen durcheinander, ne? Klar, das liegt jetzt auch an mir, weil ich das so stichwortartig mache. Genau. Gut als Hinweis, ne, dass wir das irgendwie im Blick behalten, so diese immanente und die weitergehende Kritik. Also wenn man anfängt, diese immanente Kritik, dann bleibt man in dem Denkrahmen. Das ist das Problem. Das Dispositiv heißt ja Denkrahmen. Ich denke in einem bestimmten Rahmen, ausgehend davon. Deshalb habe ich versucht, so ganz kurz zu skizzieren, wie entstehen eigentlich diese Diagnosen und Diagnostik insgesamt. Weil das ist ja schon eine interessante, eigentlich ist es doch total größenwahnsinnig, was die da machen. Und wir denken weltweit in diesen psychiatrischen Diagnosen. Es ist verrückt, letztlich, oder? Und das ist eigentlich eine Normsetzung, eine weltweite Normierung, eine Normsetzung, die kulturelles, historisches, Geschlechterverhältnisse, Machtverhältnisse nicht erfasst. So, das ist ja interessant. Erich Wolff sagte nur, der hat ja in Hannover als Psychiater gearbeitet, ja, wenn hier jemand
jemand aus einer anderen Kultur kommt, ist er vielleicht hier histrionisch, ja? Und wir beachten aber gar nicht, dass er aus einem anderen Kontext kommt. Also das wird ja alles nicht erfassbar damit. Deshalb, ich mache das jetzt mit der Diagnose nicht mehr so genau, ist es wichtig, dass diese Diagnostik eine ganze Reihe von Folgen für das Denken haben kann. Vielleicht so weit. Menschen, ich mache das jetzt auf Trauma, Menschen, die Gewalt erlebt haben, werden zu traumatisierten Menschen. Ich glaube, das leuchtet ein, ne? Mit ihnen werden Bilder von Störung und Krankheit verbunden. Ist so, ne? Es ist eine Krankheit dann. Trauma. Die Diagnosesprache verschiebt soziale und gesellschaftliche Probleme, zum Beispiel Gewalt in Geschlechterverhältnissen, das ist ja auch Gewalt von Männern gegen Männer und so weiter, zu klinischen. Das heißt, es ist eine Art der Delegation unseres Denkens an eine bestimmte Disziplin, die Medizin, Psychiatrie. Können Sie noch mitgehen? Das delegiert unser Denken. Ich finde es auch so krass, dass die Sozialarbeiterstudien, wie viele studieren hier Sozialarbeit hier im Raum? Dass da auch dieses Denken in Diagnosen sowas von gängig geworden ist. Weiß nicht, da wo ich jedenfalls bin, in Braunschweig. Weiß nicht, vielleicht ist es woanders anders. Obwohl ja, nee, anders? Geht so. Also es gibt hier auch an der ASH, die sich für kritische Diagnosenbefragungen einsetzen. Mhm. Also es gibt natürlich immer beides, aber die Verbreitung ist da, ne? Also diese Nahelegung. Es ist eine Nahelegung, was zu denken in Diagnosen. Und damit, und das ist meine vorläufige Schlussfolgerung, Probleme werden so aus gesellschaftlichen Zusammenhängen rausgelöst betrachtet. Und damit bleiben die Verhältnisse, die dies zum Beispiel, wir sind ja beim Thema Gewalt und Trauma, die Gewalt bedingen, produzieren oder auch legitimieren, bleiben unangetastet. Die Menschen aber sind die, die unnormal sind. Und das ist der Individualisierungsprozess. Anders als der Subjektsichtprozess. Ich sage jetzt noch zwei Zitate, damit es klar wird. Die sind jetzt ein bisschen einfacher. Martina Hevernick von Wildwasser sagt zum 25-jährigen Jubiläum von Wildwasser, Frauen, die Gewalt erlebt haben, werden jetzt als Traumatisierte wahrgenommen. Traumatisierung im Fachjargon posttraumatische Belastungsstörung ist eine psychiatrische Diagnose. Da wird also nicht mehr das Opfer einer Gewalttat gesehen, sondern ein kranker Mensch. Natürlich wird, und das ist dann die andere Seite, unter den gegebenen Bedingungen auch wahrgenommen, dass Gewalt Folgen hat. Aber unter dieser Einwicklung als Krankheit. Dann das zweite, das ist mein Lieblingszitat, die mich kennen, kennen das schon, es tut mir leid, jetzt bitte weghören, von David Becker. Der David Becker ist ein Begriff, der hat mit Folteropfern gearbeitet in Chile und so weiter. Der Diktator hat meine Familie ermordet. Das ist ein politischer Vorgang. Bei mir taucht das als individuelles Problem, psychisches. Das ist ein politischer Vorgang. Der Diktator hat meine Familie ermordet. Bei mir taucht das als individuelles Leid, psychisches Leid auf. Ich bin verzweifelt. Was ich jetzt brauche, ist unter anderem Anerkennung, dass der Diktator meine Familie umgebracht hat. Und dass mein Leid mit diesem Mord zusammenhängt. Was ich nicht brauche, ist, dass man mir sagt, ja, Sie sind verrückt. Klar? Dieser Dreh? Das Deutungsmonopol, das ist ja die Deutungshoheit der psychiatrischen Sicht mit seinen Diagnosen und mit den daraus folgenden Behandlungsvorstellungen, nimmt vor allem das Verrücktsein in den Blick, aber nicht den Diktator.